Geschätzte Anlegerinnen und Anleger, ich begrüße euch herzlich zum Anlagevideo für den September. Obschon sich die Finanzmärkte seit ihren Tiefständen von Mitte Juni zu einem gewissen Grad wieder erholt haben, bewegen sie sich nach wie vor richtungslos. Zu dieser latenten Unsicherheit führt primär die Fragestellung, ist eine Rezession unausweichlich oder gelingt das Experiment vor einer weichen Landung gleich noch? Die Antwort dazu ist abhängig von den nachfolgenden 5 Punkten. Erstens der Inflationsdruck. Zwar gibt es Anzeichen, dass der Höhepunkt der Teuerung in den USA durchschritten worden ist, doch in Europa, und damit meine ich die Eurozone und Grossbritannien, wird die Inflation noch weiter ansteigen und mit grosser Wahrscheinlichkeit 10% Marke zerbrechen. Die hausgemachte Energieknappheit und die schwachen Währungen verhindern vorerst einen Rückgang der Inflation. Zweitens haben wir Zentralbanken, die die Inflation bekämpfen müssen und bereit sind, eine Rezession in Kauf zu nehmen und die Preisstabilität wieder zu gewährleisten. Die Risiken von einem zu restriktiven Überschiessen, und hier meine ich vor allem die US-Zentralbank Fed, oder auch von einem zu zaghaften Verhalten, wie wir das bei der Europäischen Zentralbank sehen, bleiben weiterhin vorhanden. Und drittens verunsichert in Europa das Risiko von einer Energiekrise. Gleichwohl gilt es zu beachten, dass beispielsweise die deutschen Gasspeicher trotz der tiefen oder möglicherweise ganz ausfallenden Lieferungen seitens Russland bereits klar über 80% gefüllt sind. Und das ist 20% höher als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr. Es besteht also berechtigter Grund zur Hoffnung, dass in den allermeisten Szenarien die Gasspeicher nicht leer laufen. Der positive Ausgang hängt neben der Temperatur davon ab, ob Flüssiggasterminals tatsächlich anfangs 2023 die erhofften Beiträge leisten können. Sollte es dort zu grösseren Verzögerungen und gleichzeitig sehr tiefen Temperaturen kommen, sind Rationierungen nicht mehr auszuschliessen. Viertens sind die Sorgen um einen Konsumeinbruch, denn die Stimmung bei den Konsumenten ist aufgrund des starken Inflationsschubs, was schlussendlich zu einem Verlust von Kaufkraft führt, auf historische Tiefstände geht. Da die Beschäftigungslage immer noch sehr robust ist, Aussichten auf höhere Löhne bestehen und auch noch Ersparnisse aus der Pandemie vorhanden sind, erwarten wir nicht einen Kollaps bei den Konsumausgaben. Beim fünften und letzten Punkt, elementar wichtigen, haben wir die Risiken von rückgängigen Gewinnmargen der Unternehmen. Es ist offensichtlich, dass eine schwächere Konjunktur und höhere Inputkosten sich negativ auf die Gewinne werden auswirken. Zu berücksichtigen gilt es aber auch, dass durch die Kursrückgänge schon einiges an Pessimismus reflektiert ist und auch die klassischen Kurs-Gewinn-Verhältnisse mehrheitlich unter dem langfristigen Durchschnitt notieren. Die Fragestellung aus den erwähnten Unsicherheitsfaktoren ist, was haben die Finanzmärkte bereits berücksichtigt und in den Kursen eingepriced? Und die Antwort dazu kann nicht primär mit Ja oder Nein beantwortet werden, sondern es zeigt sich laufend ein veränderndes Bild. Zwei Beispiele dazu. Bei den Schweizer Obligationen ist das Zinsniveau im Juli bis Mitte August laufend zurückgegangen, wo vermehrt ein stärkerer Konjunkturabschwung erwartet worden ist. Aber mit den jüngsten Aussagen der Nationalbank, ihr geldpolitisches Mandat sehr pflichtbewusst wahrzunehmen, sind die Zinsen wieder angestiegen. Analog bei den Aktien. Nach dem Ausverkauf gegen Ende Juni, wo wir für eine gewisse Zukäufe genutzt haben, sind die Aktienkurse mit den tieferen Zinsen deutlich nach oben gegangen. Mit den wieder angestiegenen Risiken um die Energieversorgung oder schneller steigenden Leitzinsen zeigt sich das Bild heute wieder deutlich volatiler. Wir erwarten weiterhin, dass die globale Wirtschaft oder auch die Schweizer Konjunktur eine Rezession umgehen können. In unserem Basisszenario erwarten wir eine akzentuierte Konjunkturverlangsamung und gewisse Quartale mit einer negativen Konjunkturentwicklung, wie in Europa, sind deutlich realistischer geworden. Wie positionieren wir uns jetzt mit der momentanen Richtungslosigkeit unserer Anlagepolitik? Bei den Aktien bleiben wir überall in Regionen neutral positioniert. Bei den Obligationen sind wir zwar noch untergewichtet, haben nach dem Zinsanstieg eine Aufstockung der Unternehmensanleihen in Schweizer Franken vorgenommen, denn die rentieren mittlerweile wieder um 2,5%. Dagegen haben wir die versicherungsbasierten Obligationen, die sich sehr schön am Zinsanstieg haben entziehen können, abgebaut. Treu bleiben wir weiterhin den Wandler, Schweizer Immobilienfonds und auch dem Gold.
Wie immer gibt es weiterführende Informationen im monatlichen Anlagestrategiepapier und tagesaktuelle Informationen in unseren Börsen-News. Abonnieren könnt ihr die Newsletter unter valiant.ch/CIO. Jetzt wünsche ich euch einen guten Start in den Herbst. Auf Wiedersehen miteinander.